dieses Display zu öffnen. Digimon Next Adventure heißt das gute Stück. Und es kommt auch bei uns raus. Allerdings etwas zeitverzögert. Es gibt es schon etwas länger auf dem japanischen Markt. Allerdings habe ich es für einen guten Preis geschossen. Wer meinen J-Post-Opening gesehen hat, der weiß, wovon ich rede. Und dieses Display verrät uns, was wir für Hits ziehen können in dem kommenden Digimon-Display. Ich bin echt mal gespannt. Ich habe das erste Mal ein japanisches Digimon-Display hier vor mir und Ich hatte schon mal ein Display vor mir und das waren von den OG-Karten, der Reprint, der jetzt auch schon etwas länger her ist. Der kam ja auch nochmal raus. Das habe ich das erste Mal auch als japanisches Produkt geöffnet, aber das ist tatsächlich das erste reguläre Set, was ich öffne. Legen wir mal los. Es ist wie beim letzten Display, was ich auch geöffnet habe, tatsächlich so, dass es nur mit einem Teserstreifen gesichert ist. Überraschenderweise. Wir haben im Vergleich zu den... Wir haben im Vergleich zu den englischsprachigen auch einen Topper. Und hier haben wir unsere Booster. Es sind 24, um genau zu sein. Und wir haben sogar einen Trenner hier. Was ist das denn? Genial. Wieso gibt's das nicht bei uns? Wir wollen uns aber erstmal das zusätzliche Booster angucken. Was da für eine Karte drin ist. Und ich hoffe, dass ich es weit genug oben geöffnet habe. Gerade so. Aber besser so, als die Karte kaputt zu schneiden. Und wir haben hier drinne... Tamer. Eine Tamer-Karte, eine Rare, wie man hier unten sehen kann. Ich weiß, wer das ist. Der Name fällt mir aber gerade nicht ein. Er digitiert zu Agunimon. Er ist nämlich einer der... oder er ist der erste Charakter, den man in der Serie sieht, wo Menschen zu Digimon digitieren können. Komisch, aber ist so. Das erste Booster mit Wargreymon soll es sein, aber wirkt ein bisschen anders mit dieser Kralle hier. Ein bisschen komisch. Ich nehme es aber... Ich dachte, ich hätte hier einfach mal in die Karte hineingeschnitten. War aber nicht der Fall. Es war einfach nur hier so die Welle. Ich bin mal... Hatten die auch... Ja, auch diese Memory. Dieses Memory-Ding hier. Ja. Das hatten die auch, genau. Ich bin mal gespannt. Also, es sind weniger Karten, weiß ich jetzt gar nicht. 1, 2, 3. Schönes Artwork. 4, 5. 5 Karten in einem Booster, geht klar. Und ich kann natürlich euch nicht sagen, welche Digimon es wirklich sind. Denn ich kenne... auch nicht alle. Es ist zwar bei Pokémon so, dass man das kennt, weil man oft spielt. Ich bin jetzt in letzter Zeit oft an Digimon World 2003 dran an dem Game. Welches so ein paar Digimon auf jeden Fall nochmal so ins Gedächtnis ruft. Auch welche, die man halt nicht kennt. Aber es sind halt echt zu viele. Ich hab wie ihn hier. Wer ist das? Ich genieße auf jeden Fall die Artworks. Auch hier, Grimmer mit seinem Blast. Das sind ja diese Raketen, die da rauskommen eigentlich. Ihn kennt man auch. Er war hier mit ihm zusammen, kennt man ihn aus der Serie. Er war auch ein Mensch. Ankommen zwar, aber mega gut. Das Promo oder was soll das heißen? Izzy mit seinem Kabuterimon, mit seinem wie heißt es nochmal? Das ist die Mega-Entwicklung von seinem Partner Digimon. Ist das Alternative Artwork? Mega gut. Sehr schöne Karte, auf jeden Fall. Es ist tatsächlich Tentomon und seine Mega-Entwicklung. Rankabuterimon oder sowas ähnliches. Sehr nice. Höhlen sind aber ein bisschen teilt, merke ich. Ich will aber trotzdem mal probieren, kann man diese Schere, das ist nervig. Ja, man kann es auch so öffnen, alles klar. Warum nicht gleich zu Walmon? Pinguin mit seinen zwei Eis. Unsere nächste Rare. Und die muss ich auf jeden Fall mal zur Seite legen. Sistermon ist das, glaube ich. Kennt man aus Digimon Saber Sloop. Aber diese Methode, ich weiß gar nicht, warum ich eine Schere geholt habe. Ich habe es einfach nicht richtig probiert. Schande über mein Haupt. Triceramon, meine ich, war das? Oder
Dynomon. Oh, hier haben wir ihn wieder. Gefühlt rusht man hier auch mehr durch als bei den englischsprachigen Displays, aufgrund dessen, dass man halt nicht lesen kann, was für Digimon es genau sind, was für Effekte die Karten haben. Man genießt einfach das Artwork und hofft, Big Hit zu ziehen. SR! Welches Digimon ist das? Mein Japanisch ist jetzt nicht so das Beste, wahrscheinlich genauso gut wie euers. Aber sehr schöne Esser-Karte. Freue mich. Erste Esser-Karte für dieses Display. Es dürften hoffentlich noch mehr folgen, denn Digimon ist ja dafür bekannt, dass sehr viele Esser-Karten in der Regel in einem Display gibt. Oh. Gegen Omnimons Schwert. Okay. Und unsere Rare. Man muss immer genau hingucken, weil Rares und SRs sind in der Regel oft gar nicht so verschieden vom Artwork. Deswegen ist das halt noch viel, viel besser, wenn man auf einmal eine, auch nochmal einer wie hier unser Agunimon-Typ. Auch einer der Digi-Ritter. War allerdings mal böse, hier auch ein Digi-Ritter. Es sind einige Digi-Ritter, das ist so das Thema, wie sie auch, wir hatten eben schon mal ihre Digitation, vielleicht kommen wir gleich nochmal darauf zurück. Das Thema ist diese Staffel quasi, dass man halt diese Digimon hat. Ich habe mir auch gar nicht angeguckt, was genau für SR-Karten hier zu finden sind. Oh, den kennen wir auch. Der war sogar schon in Digimon World 2003, also dem dritten Digimon World. Und hier, oh mein Gott! Alter, das ist doch Lucemon, oder nicht? Wir haben eine Secret Rare gezogen. Oh mein Gott. Das ist der Endgegner aus der Digimon-Staffel, beziehungsweise von, bin völlig gar nicht im Thema, merkt ihr ja. Aber echt heftig, wir haben unsere Secret Rare. Yes. Und die Secret Rare kommt direkt mal in diese cuten Hüllen rein. Nice. Secret Rare ist da. Potenziell noch mehr, weiß ich nicht. Ob man da noch mehr Secret Rares ziehen kann. Digi-Ritter wieder hier. Den kennen wir aus dem Digimon-Film von damals. Sehr zu empfehlen. Da, Lucemon schon wieder. Da so 5 Karten drin sind, habe ich mir immer noch gar nicht eingeprägt. Aber so ist das nun mal. Lucemon, sehr heftig. Ich bin mal gespannt, wenn die Karten bei uns erscheinen. Oh. Das ist es hier. Das habe ich auch erst viel, viel später erfahren. Also ich wusste jetzt schon länger, aber viel später, als ich zu dem Zeitpunkt, wo Agunimon das erstmal erschienen ist, dass dies die Vorentwicklung ist von Agunimon. Vorletztes Booster für Hälfte. Nummer Uno. Wir haben Halbzeit gleich und wir haben schon Alternatives Artwork, müsste es glaube ich gewesen sein, mit Gran Caputerimon. Und Izzy. Und wir haben Lucemon mit Secret. Oh, unsere SR-Karte. Nice. Selenio. Das ist ein Tamer auf jeden Fall auch. Counterpart zu Agunimon, also quasi Gabumon dieser Staffel. Mit seiner Mega-Entwicklung müsste das sein. Wo er gegen die Ritter antritt. Auch irgendwas mit Magna, glaube ich, im Namen. Also, dass die erste Hälfte schon so krass ist, hätte ich nicht gedacht. Ich weiß nicht, was uns jetzt noch erwarten kann. Toi, Agumon. Aber, ich hoffe vieles. Und unsere Rare. Unser zweiter Batzen an Karten. Ich würde mal sagen, um das Ganze aufzufreshen, es sind 24 Packs, 12 sind drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dieser Stapel hier wird unser Mega-Pack und die öffnen wir jetzt erstmal ganz regulär. Fass es nicht. Secret Rare und Alternatives Artwork. Bin ich jedenfalls der Meinung, dass es das ist. Korrigiert mich gerne. Aber diese Karten... Oha. Kannst mir noch nicht erzählen. Und Rare. Kannst nicht erzählen, dass das eine Ankommen-Karte ist. Aber diese Booster gehen weg wie warme Semmel hier, sage ich euch. Die lassen sich so gut öffnen. Besser auf jeden Fall als die englischsprachigen. Deswegen würde ich es nur begrüßen, wenn das auch so wäre.
dass das bei uns auch so kommen würde, dass die Booster sich so leicht öffnen lassen. Hier, das ist auch die Tamerin, von der ich eben gesprochen habe, die wir als Rare gezogen haben. Und das Pendant zu Izzy, kann man sagen. Das Kabuterimon hier. Ja, 4 Booster sind es noch, die wir jetzt regulär öffnen werden. Aber ich glaube, nach diesen Boostern stelle ich erstmal das Big Booster zusammen, damit wir gleich am Schluss einfach nur Hits haben. Ob es Rare sind oder keine Rares, werden wir dann sehen. Am besten diese Karte hier, die verwirrt mich immer. Da denke ich, da ist noch was hinter. Die am besten immer direkt zur Seite. Und nur eine Rare. Huch! Das habe ich aber nicht schön geöffnet. Ein Wunder, dass die... Ups. Ich hatte gerade versehentlich die regulären Karten auf den Memory-Stapel gelegt. Memory-Karten, die ganz am Ende sind. Unsere Rare. Wer ist das? Das müsste vielleicht das Mega-Level sein. Das hat man in der Show nicht, glaube ich, nicht gesehen. Von Zephyrmon. Kann mich auch täuschen. Wie ein Messer durch Butter. Herrlich. Die haben wir auch schon aufgezogen. Hier, das ist... Hier. Das hier ist das Mega-Level, glaube ich, von ihr. Bin mir, wie gesagt, nicht sicher. Lobomon. Und hier ist derjenige, der zu Lobomon wird. Unsere 6 Booster sind ready und wir schauen uns gleich mal an, was unser Mega-Booster so für Hits für uns bereithält. Bis gleich. Unser Mega-Booster ist bereit. Es liegt hier parat in der Ecke und wir schauen uns gerade mal an, was wir hier für Karten noch so ziehen konnten, die wir vielleicht noch gar nicht gesehen haben. Wie hier zum Beispiel unser erstes Baby-Digimon. Davon hatten wir noch gar keins gezogen. Hier der Pinguin mit seinem Eis. Sehr schön. Es sind einige sehr... Also ich finde, Digimon hat von der Qualität, von der Griffigkeit der Karten, es ist sehr stabil. Größe genauso wie vom Pokémon. Das ist einfach nur qualitativ hochwertig und auch sehr schön anzusehen, da die Artworks. Das Mega-Pack beinhaltet... Ein Rare. Kotemon ist das, glaube ich. Bin mir aber auch da nicht sicher. Wer ist das? Wer ist das denn? Das wirkt mir aber auch nicht wie ein reguläres Artwork, meine Freunde. Das könnte vielleicht auch was Besonderes sein. Lasst es mich gerne wissen, wenn ich mich nicht selber schon vorher informiert habe. Aber... Sehr schön, das ist so oldschool, das gefällt mir, das gefällt mir. Dann haben wir hier, den Dude kenne ich nicht. Rockwellmon und Tai, nice, zur Seite mit dir ist hier, wir haben Rockwellmon gezogen, sehr schön. Eieieiei, ich komme nicht klar, sehr einfach schön. Unsere nächste SR-Karte. Und eine Rare. Aber dieses Rockwellmon, das hat es mir gegeben. Dieses Display ist ja mega gut. Nur zu empfehlen. Wie gesagt, war für 20 Euro zu bekommen. Also sehr, sehr, sehr günstig. Dafür, dass man hier so gute Hits gezogen hat. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Diese Karte wird auf jeden Fall mit eingesleeved. Eines der schönsten Artworks. Und wie bei jedem Opening kommen wir nun zu unserem Recap. Wir haben einige schöne Hits gezogen und beginnt, auch wenn es halt nur eine Rare ist, gefällt mir die Karte mit am meisten. Dann haben wir unsere SR-Karte hier. Ich kann euch nicht sagen, welches Digimon es ist. Es ist einfach da. Vielleicht sehen wir es nochmal wieder, wenn wir gegebenenfalls das Display im Englischsprachigen auch hier öffnen werden auf diesem Kanal. Dann haben wir eins der ehemals Heiligen Engel Digimon. Welches mir auch umfallen ist, der Name. Ey, ich habe mich in der Zeit erst wieder angefangen, mit Digimon zu beschäftigen. Von daher seht es mir nach. Ist auf jeden Fall dem Bösen verfallen. Kennt man aus dem Digimon-Movie-Film auch. Aus dem Digimon-Movie-Film, alles klar. Dann haben wir Magna Garurumon, meine ich. Auch Mega-Level-Digimon von dem Tamer, den wir auch vor einigen Minuten gesehen haben. Und unsere Secret-Ware, Lucemon. Dann haben wir noch
Izzy mit seinem Karuterimon oder Mega-Level Karuterimon, whatever. Und dann haben wir Tai mit seinem Wargreymon. Beste Karte in dem Set, würde ich fast schon sagen, weil, oder die Bits gezogen haben. Wenn ihr das Video und das Opening auch herrlich fandet, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und keine weiteren Videos verpassen wollt, lasst gerne auch ein Abo da. Ich fand das Display hervorragend. Gönnt es euch auf jeden Fall, wenn es bei uns erscheint. Und lasst mich gerne wissen, was ihr dort gezogen habt. Und ich wünsche euch viel Spaß. Drückt euch die Daumen, dass ihr was Gutes zieht. In diesem Sinne, macht es gut. Wir sehen uns demnächst wieder. Euer Renker. Ciao.